könnt es gleich noch schaffen. Jetzt müsst ihr umso mehr Gas geben. Das kommt gut, ihr müsst an euch glauben. Als Team könnt ihr das schaffen. Und ich glaube euch und jetzt müsst ihr auch machen. Seid mutig, holt nochmal alles raus, was ihr habt. Ihr habt so viele Qualitäten, ich glaube euch. Und es stehen ganz, ganz viele Schweizerinnen und Schweizer hinter euch. Und auch die wünschen euch ganz, ganz viel Glück fürs nächste Spiel. Nochmal Vollgas geben und so wie gegen Frankreich. Spritzig und richtig Gas geben. Tschaga! Wir glauben an euch. Das geht. Kommt, Topfits, Topgirls. Ich wünsche euch, dass ihr wieder Kraft tankt und vor allem, dass ihr psychisch gut weg seid. Und ein Team seid und ihr arbeitet das und gemeinsam kann man alles erreichen. Also U19 Frauen, ich glaube euch, kennt alles nüchtern Dienstag. Ihr könnt gewinnen gegen Norwegen und ihr könnt euch qualifizieren. Hopp Schweiz! Hopp Schweiz! Wir wissen, ihr packt das! Ihr packt das! So, die Euro 2018 in unserem Land ist vorbei. Wir haben unser sportliches Ziel in die Halbfinalsitzziel leider nicht erreicht, obwohl wir sehr gute Leistungen gebracht haben auf dem Platz. Aber unser zweites Ziel, die Schweiz zu begeistern und on fire zu setzen, das ist uns sicherlich gelungen. Ja, was mich vor allem freut, ist, eben, dass man merkt, dass wir Leute haben können begeistern, dass wir Leute haben können für den Frauenfußball, für unser Team, für das, was wir lieben, zu begeistern. Und das macht Freude. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Spielerinnen, die einen fantastischen Job gemacht haben. Bei meinem Staff, der goldig war über die ganze Kampagne, aber auch beim SV. Es haben wahnsinnig viele Leute mitgearbeitet, die das Herzblut in das Turnier gegeben. Du hast so viele bekannte Gesichter im Publikum gesehen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was mir unglaublich wird bleiben wird. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir auch die Unterstützung bekommen haben. Und darum auch ein riesen Dankeschön an all die, die uns so super unterstützt haben.